Unser Ziel ist es heute, hart in der Sache die Argumente gegeneinander zu setzen, aber dabei nicht persönlich werden, den anderen nicht verletzen, herabwürdigen oder sonst was. Die Diskussion eröffnet der ehemalige Fokus-Redakteur und heutige Redenschreiber von Alexander Gauland, Michael Klonowski. In Chemnitz ist ein Mensch ermordet worden und zwei sind schwer verletzt worden. Wie viele Medienberichte haben Sie über diesen Fall gelesen? Ein Ermordeter, zwei Schwerverletzte, die vollkommen vom Radar der Öffentlichkeit verschwunden sind. Und wie viele Medienberichte haben Sie über angebliche Hetzjagden und Ausschreitungen und so weiter gelesen, die nicht unbedingt begründet? So geht es 5 Minuten lang. Vorwürfe über Vorwürfe. ZDF-Chefredakteur Frei kontert mit einem Gegenangriff. Ich hoffe, wenn wir hier grundsätzlich reden, dann können wir uns darauf verständigen, dass in einem freien Land eine freie und kritische Presse notwendig ist und nicht eine Presse, die eingeschüchtert wird. Ich wäre sehr froh, wenn wir uns heute Abend auf diesen Grundsatz zusammen verständigen könnten. Und auf der Basis... Der Applaus verhalten. ARD-Chefredakteur Gnifke versucht es mit Erklärungen. Natürlich habe es nie rein positive Berichte über den amerikanischen Präsidenten Trump gegeben, wie das hier gefordert wird. Das ist ein journalistisches Grundprinzip, dass man beide Seiten hört. Wenn wir also... Häme im Saal. Wenn wir also... Bitte mäßigen Sie sich, bitte halten Sie sich zurück. Nein, aber ich meine... Erst als Gnifke auf die AfD zugeht, wird die Stimmung besser. Ich will jetzt hier gar nicht zu viel Konsenssoße irgendwie drüber kippen, aber an der Stelle sind wir komplett einig. Wir sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehört. Und wer das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus. Nachrichten sollen ausgewogen sein, betont Gnifke. Aus Sicht der AfD ist das schon ein Zugeständnis. Am Ende versichern sich alle, wie bereichernd der Abend war. Und Gaulands Redenschreiber wird am blumigsten. Da ich heute früh einen ganzen Eimer Kreide gefressen habe, will ich mit dem letzten österreichischen Kaiser sagen, es war sehr schön, es hat mir sehr gefallen. Zum Schluss ist klar, die Gräben zwischen beiden Seiten sind sehr tief. Und die vermeintlichen Zugeständnisse der Sender wird man sich hier noch lange merken. Es wurde ja von uns bemängelt, dass in vielen Fernsehen Reportagen über die AfD immer das ein bisschen negativ konnotiert wird. Da haben Sie Besserung gelobt. Das ist doch schon ein erster Anfang, den finde ich ganz gut. Wann wird die AfD die Journalisten das erste Mal an dieses vermeintliche Versprechen erinnern? Man kann gespannt sein.